Hallo und willkommen bei Mass Effect, der vierten Folge. So, wir haben jetzt die Normandie bekommen und machen uns jetzt mal auf den Weg. So, hier ist die Galaxiekarte und an der Galaxiekarte, die können wir mal eben hier öffnen. So, das ist so ein paar Informationen über die Citadel. Halt, so. Ja, das ist unser bekanntes System. Ja, müssen wir nochmal raus. Und dann wollten wir zu Liara. Also auf zum Atlas Tau Cluster. Und jetzt müssen wir sie hier in diesem System mal suchen. So, auf geht's. Ich finde dieses Schiff so cool. Das ist mir in den drei Teilen irgendwie immer mehr ans Herz gewachsen. Gerade aus dem im ersten. Und im zweiten auch echt cool umgesetzt. So. Dann gucken wir mal hier. Nöp, da ist schon mal nichts. Jetzt müssen wir mal eben suchen, wo sie denn ist. Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Automatisches Notsignal, das klingt jetzt nicht ganz nach Liara. Aber wir gehen mal eben trotzdem gucken. Wenn wir schon mal da sind. Nehmen wir noch mal die zwei hier mit. So. Das Auto ist cool. Naja, ob man das noch ein Auto nennen kann. Dieser Rover ist cool. Bisschen schwer zu fahren manchmal, wenn der hier so rumfliegt. Ja, der lenkt halt echt so. Aber man tippt nur kurz an so. Der fährt schon in eine ganz andere Richtung. So, dann sind wir hier. Und jetzt mal riechen. Ah. Gut. Ja, jetzt muss ich mir mal was überlegen. Okay, gut. So, hier, du hässlicher Dreschwurm. So, komm, stirb, geh weg, du. Das Ding scheint echt böse zu sein, irgendwie. Es ist nicht gut gelaunt. Na toll. Das Reparieren hätte ich mir mal aussparen können. Den Dreschland hätten wir und jetzt muss ich gleich nochmal reparieren. So, dann. Na kommt schon. Dann reparieren wir mal eben. Ich glaube, die haben bessere Panzer als wir. Die haben es nicht gepackt. So, mal eben aussteigen hier. Allianz-Soldaten. Offenbar wurden sie vom Notsignal hergelockt. Offenbar unterstehen diese Männer Admiral Kahokus Kommando. Er wird wissen wollen, was hier passiert ist.
woran er auch immer das jetzt gesehen hat hier. Na, hier haben wir noch zwei Sachen. Dann fahren wir mal dort. Dann fahren wir mal eben dort hinten hin. Und schauen wir mal, was in dieser Bergkante auf dem Fragezeichen ist. Bei dem Planeten finde ich, hat es sich jetzt nicht so viel Mühe gegeben. Bei der Grafik und so. Wobei man sagen muss, dass der Rest echt gut aussieht. Und ich das Spiel damals eigentlich echt check fand. Inzwischen ist die Grafik halt nicht mehr so aktuell, aber das verkraftet man ja. So. Ach so. So. Das hätten wir auch geschafft. ID-Tag. So, dann gucken wir nochmal eben auf die Karte. Und fahren mal dorthin. So. Dann bin ich mal gespannt, was das Pyramidending so zu bedeuten hat. Bevor es auf zu Liara's Home geht. Beziehungsweise wieder zurück. Ja, den Wagen haben sie auch nicht so richtig repariert. Ich weiß nicht, ob es was bringen würde, das jetzt nochmal zu machen. Oder zu versuchen, oder ja dann. Tja. So, da ist schon das Zeichen. Das muss eigentlich hier auf dem Berg oder dahinter sein. Und das ist... Jetzt repariere ich halt gerade nochmal. Hab mich verdrückt. Na gut. Schön. Fähigkeit in der Elektronik ist zu niedrig. Zurück zur Normandy. Jupp. Dann geht's nämlich weiter. Suchen wir weiter. So, Galaxiekarte auf. Herauszoomen. Nein. Hier ist sie, glaube ich, auch nicht. Und. Na gut, dann klicken wir bei dem anderen Planet auch nochmal immer auf Erkunden. Das war eben ja nicht so. Ja. Also ich habe es heute irgendwie nicht so richtig mit drücken. So. Landen wir hier. Wir gucken uns jetzt mal um. Irgendwo muss sie ja sein. Kann ja nicht verschwunden sein, die Gute. Bei Gefahrenstufe kann ich nicht aussteigen und hier ist auf jeden Fall nicht Liara. Gibt's ja. Dann geht's halt eben wieder zurück. Schade. So, hier einmal auszoomen bitte. Okay.
Hier ist auch nichts. Dann müssen wir wohl das nächste System fliegen. Athena. Einmal rum und einmal durch und Salamis. Nein. Ja, wo könnte denn die Ära des Sony sein? Überlege hier gerade. Ah, ne, Gasvorkommen, das ist keine Ära des Sony. Brotholz. Nö, aber hier gibt es Sauerstoff. Oh, vielleicht können wir ja von der Erde wegziehen. Knatters. Und auf dem Planeten landen, auch wenn er ein bisschen kalt ist, ja. Zu blau. Pythos. Nein. Grün, der ist bestimmt giftig, der Planet. Ja, da haben wir Liara Tassoni gefunden. Ja, ich habe irgendwie gerade Lust, die beiden mitzunehmen. Ich weiß nicht. Ich habe es beim ersten Mal mit anderen durchgespielt. Na gut. Also ein Beinbruch. Wenigstens erholt sich Rex relativ schnell wieder davon. Commander, ich habe hier ein paar seltsame Signale. Sehr seltsam. Nichts Bekanntes. Sie scheinen von einem Untergrundkomplex ganz nahe der Landezone zu stammen. Ganz nah. Der hat ja auch eine Macke. Ganz nah, also ich sehe hier noch nichts. Bin hier rettet. Eine helle blaue Sonne. Jetzt haben wir hier rum. Und damit ich das falsch bin. Mister. Ja, jetzt habe ich den Weg auch gefunden, wo ich lang muss. Mist. Wenig durch den Wind hier gerade. Ja. So. Ja, nicht gerade viel los auf dem... Ja, okay. So, hier. Dämlichen Kampfläufer. Ja, gut. Die geht. Kommen. Die geht, gehen gleich wieder weg. Ich überlege gerade, wofür man. Das ist ganz gut benutzt. Nur ein Narr haut einem Nattag direkt aufs Maul. Wir sollten uns von hinten ranschleichen und ihn am Schwanz ziehen. Ja. Dafür benutze ich das, glaube ich, immer. Viel andere Vorteile bringt das Ding hier nämlich nicht. Dieses. Außer dass man ein bisschen hin und her springt und gar nicht so wirklich weiß, was man da macht. Und Feuer! So, da ist noch irgendwo einer. Da drinnen.
Na gut. Die Mako. Die Mako. So, hier Türsteuerung. Tür auf. Nicht ganz das, was ich jetzt wollte. Überbrücken wir mal eben. So, jetzt aber. Waffen-Upgrade. Und Sniper. Schick, schick. Bisschen EP noch. Jupp, dann geht das mal eben wieder zum Mako. Und dann fahren wir mal weiter und holen uns mal Lyra. Lyra ist eine Spur weit interessant. Und es gibt das ein oder andere Land, wo dieses Spiel verboten ist. Weil man mit Lyra eine Beziehung eingehen kann. Ja. Sie ist Azari, so wie die Harzherrin in der Mitte. Ergo, sie ist blau. Und ja, in diesem Land darf man das Spiel nicht besitzen, da man eine Beziehung mit einem blauen Alien eingeht oder eingehen kann. Und das ist halt nicht gesund für die Entwicklung. Ich überlege gerade, welches Land es war, um nichts Falsches zu erzählen. Aber es war irgendwo in Asien. So viel weiß ich auf jeden Fall noch. Ja. Ein Koloss. Ein riesengroßes. Ein riesengroßer Genkampf, was ist das eigentlich? Das war aber nett. So. Den hätten wir dann auch weg. Da können wir jetzt eigentlich weiterfahren. Also, von wegen gleich um die Ecke, ne? Das ist irgendwie mal voll gelogen von Joker. Dass er hier was um die Ecke geortet hat. Ich glaube, bei dem Typen piept ein Vogel oder so. So. Parker will es auch einfach auslassen und überfahren. Wir müssen ja nicht jeden Gegner, glaube ich, einzeln suchen und in G-Teile zerlegen, aber. Dali, glaube ich, wäre auch sehr gerne mitgekommen. Die hat immerhin so ein schönes Händchen für die Geht. Ich meine, die Geht sind ja Maschinen. Und die wurden ursprünglich eigentlich von den Quarianern, also von Dali, Zora, Naraya, Dali halt, Forde, dieses Maschinenvolk, sage ich jetzt mal, erschaffen. Und ja, viel halt bei der landwirtschaftlichen Arbeit benutzt. Und deswegen, weil irgendwann wollten sie sich das nicht mehr gefallen lassen und haben dann einen Aufstand gemacht, weil sie auch immer intelligenter wurden, umso mehr es wurden. Und gerade wenn sie in der Nähe waren. Und da kamen dann die Quarianer irgendwann nicht mehr gegen an. So, aber wir laufen jetzt hier einfach mal weiter. Wir suchen jetzt nämlich zu Fuß den Rest, weil man hier nicht mit dem Fahrzeug hinkommt. Was ich ein bisschen schade finde. Oh, Walle. Yeah.
ein paar Salvenstöße und dann haben wir sie auch erwischt. Ich meine, ich spiele schon extra auf nicht leicht oder so und ich weiß nicht, die Kämpfe sind trotzdem immer noch nicht so wirklich herausfordernd. Jetzt muss ich mal eben... ja, nicht so herausfordernd. Gut, ich sollte mal vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, was ich so sage. Weil ich gerade ein wenig abgelöst habe. Ich glaube, ich hätte bei dem anderen Ding stehen bleiben sollen. Oh Mann. Jetzt muss ich also Strecke wieder fahren. Das Stück hier werde ich auf jeden Fall rausschneiden. Und darum sage ich mal, bis gleich. Ja, und hier auf Endcut erzähle ich euch nochmal kurz, was so passiert ist im groben Schnelldurchlauf. Wir haben die Normandy unter unsere Fittiche bekommen und suchen damit Liara. Wir sind in das System geflogen, wir haben sie nicht gefunden. Wir haben einen Rashworm gefunden, den haben wir besiegt. Danach haben wir aber ihren Planeten gefunden und sind nun auf dem Weg zu ihnen. Die Gates sind auch schon da und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn ihr das auch sehen wollt, klickt doch einfach abonnieren, dann kriegt ihr mit, sobald ich den zweiten Teil dieser Folge hochlade. Oder klickt doch einfach auf Playlist, dann werdet ihr aufgerufen, seht ihr gleich die ganze Playlist und vielleicht... ist die Folge dann ja sogar schon da. Ich weiß ja nicht genau, wann ihr das Video schaut. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt oder andere Sachen, klickt doch einfach mal auf mein Kanalbild. Dann landet ihr sofort bei mir auf dem Channel und könnt die ganzen News sehen, was ich noch so vorhabe. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao bei Taiwas LP.